Hallo und herzlich willkommen auf dem Acker, weil Wald ist dunkel. Da war es gleich da drüben. Jedenfalls, ich möchte euch kurz ein bisschen erklären, was es mit dieser Videoreihe auf sich hat. Also es handelt sich um eine Videoreihe und zwar Gefahren im Wald. Und das ist eine Kurzwissenreihe. Ich möchte da einfach wirklich versuchen, in 5 bis 10 Minuten, also vergleichsweise kurzen, für mein Verhältnis super kurze Videos, aber selbst für normal YouTube Verhältnisse, vergleichsweise dann doch eher überschaubare Videolauflängen, möchte ich gern versuchen, einfach mal zu einem Thema verschiedene kleine Videos rauszuhauen. Warum? Weil erstens bin ich neugierig, wie sehr das geguckt wird. Ob das durchschnittlich mehr geguckt wird als mein üblicher Kram. Ne, dass ein 1,5 Stunden langes, krass halbwissenschaftliches bis hin zu ziemlich wissenschaftliches Thema jetzt nicht Millionen von Leute begeistert. Insbesondere wenn es um Forstwissenschaft geht und jetzt nicht unbedingt um Teilchenphysik. Ich habe den Eindruck, manchmal laufen Physikvideos erstaunlich gut auf YouTube. Insbesondere so Physik für, keine Ahnung, für Ahnungslose, wo sie wirklich in sehr wenig Zeit einfach nur mal das Prinzip erklären, ohne irgendwie mit irgendwelchen Formeln rumzunerven oder sowas. Aber egal. Ich möchte einfach mal wissen, für mich, wie läuft das? Wie verhält sich das so auf meinem Kanal? Weil ich habe mir nie die Mühe gemacht und wollte das auch nie, weil ich nie so ein bisschen, weil ich immer so das Gefühl hatte, da würde ich mich ein bisschen prostituieren, wenn ich all mein Zeug absolut optimiert auf den Markt anpasse, ne? Und alles so mache, wie es quasi der Algorithmus von Google gerne hätte und wie es die Zuschauer meinen, gerne haben zu wollen und so weiter. Und mir war immer wichtig, dass mein Zeug auch dann geguckt wird, wenn ich so mache, wie ich es für gut halte. Und tatsächlich hat das ja funktioniert. Und ich bin ja in der luxuriösen Situation, dass jetzt aus einem Level von Abonnenten und Zuschauern und so weiter und so fort heraustun zu können, wo es für mich wirklich nur so ein kleines Experiment zum Spaß ist und nicht was, das ich deswegen mache, weil ich es unbedingt notwendig habe. Da hätte ich es nicht machen wollen, als ich noch ganz unbekannt war. Da wollte ich mich wirklich nicht nach dem Markt richten. Ich will das einfach nicht. Man kann das natürlich machen, da ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dran. Aber ich mache lieber wirklich mein Ding und deswegen wollte ich das nie. Und jetzt mache ich es aber doch, weil A, wie gesagt, erstens als Experiment, weil ich wissen möchte, was passiert. B, tatsächlich auch, um vielleicht jetzt noch ein paar neue zusätzliche Zuschauer dazu bekommen, die bisher so eine gewisse Hürde nicht überwunden haben, mir mal eine Zeit lang zuzuhören, weil ich immer gleich eine Stunde am Stück quassel. Das nicht ganz einfach ist, um in die Waldthematik dann reinzukommen, das kann ich mir gut vorstellen, das ist mit Sicherheit so. Und drittens, und das ist der Hauptgrund eigentlich, macht es mir jetzt einfach mal Spaß, zu versuchen, mich kurz zu fassen. Einfach jetzt nach den Jahren, die ich diesen Kanal schon habe, wo mir das immer scheißegal war, möchte ich es einfach mal probieren, ob ich es nicht vielleicht doch auch hinkriege, wenn ich es dann will, Dinge in der Kürze und mit Würze zu erklären. Und ich finde, es bietet sich einfach an, auch natürlich, weil es ein interessantes Themengebiet ist und vielleicht viele Leute interessieren wird, wenn man da halt als Thema jetzt wirklich mal die Gefahren im Wald nimmt. Ich schätze mal, dass das so... irgendwas zwischen 8 und 15 Videos geben wird, denke ich mal, irgendwo was um den Dreh. Und jeweils so zwischen 5 und 10 Minuten. Darunter werden dann wahrscheinlich auch noch so das eine oder andere kleine Gag-Filmchen dabei sein, wie zum Beispiel die Zombies oder in Löcher fallen. Wobei Löcher fallen wäre eher so ein halb Gag-Video. Tatsächlich ist, und das möchte ich nochmal kurz vorwegnehmen, die häufigste Unfallursache im Wald immer noch über irgendwas stolpern oder irgendwo runterplumpsen. Das ist mit Abstand das häufigste, wo man sich im Walde entsprechend verletzen kann. Keineswegs der Räuber, der Vergewaltiger, Wildsau, Wolf, Jäger, Wilderer und was weiß ich, was noch alles Gefährliches im Wald rumrennt, ne? Sondern man fällt irgendwo runter. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, teilweise auch wieder Kurzfassungen schon alter bestehender Videos, wollte ich mich jetzt eben mit der Thematik Gefahren im Wald eben in dieser Kurzwissenreihe ein bisschen auseinandersetzen.
primär einfach, weil ich Bock habe und zweitens bin ich auch wirklich wahnsinnig gespannt, wie sich das einfach verhält von den Aufrufzahlen her. Ich werde auch versuchen, die Videos ein bisschen mehr algorithmuskonform zu optimieren. Man hat zum Beispiel, wenn man ein Video erstellt, ich weiß nicht, ob das wisst ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht selber welche macht, gibt es unten, also hat man drei Zeilen im Wesentlichen, nachdem man es hochgeladen hat. Titel, Beschreibung, da schreibe ich ja meistens irgendwelchen Quatsch rein. Teilweise auch mal ein bisschen was Sinnvolleres, das hängt immer sehr davon ab, wie ich gerade Bock habe. Und dann gibt es drittens, und das ist wahnsinnig wichtig eigentlich, Tags. Sprich, unter welchem Suchbegriff soll dieses Video zu finden sein? So, und wenn man möchte, dass das Video gefunden wird oder anderen Leuten vorgeschrieben wird, dann sollte man da nach Möglichkeit halt 7000 Begriffe reinschreiben, die mitunter überhaupt nichts mit dem Video zu tun haben müssen, sondern einfach deswegen dastehen, weil es generell viel gesucht wird. Sprich, man schreibt da am besten rein, Titten, Titten, Arsch. Um es mal böse auszudrücken. Ich weiß es nicht, ich habe nie versucht, irgendwie den Algorithmus zu bescheißen, indem ich mit diesem Text da nennenswert arbeite. Ich habe ganz am Anfang von meinem Kanal, habe ich dann hingeschrieben, Survival, Wald-Survival, Survival-Baum, was weiß ich. Da kam halt sehr drauf an, um welches Thema es ging. Habe das jetzt schon seit Jahren nicht mehr gemacht und ignoriere das einfach. Habe da keinen Bock drauf. Wozu denn? Meine Abonnenten gucken Zeug eh, egal ob da Text dastehen oder nicht. Und ob da jetzt neue Leute dazukommen, war mir jetzt die letzten Jahre auch eigentlich relativ schnuppe. Ist es auch nach wie vor. Ich brauche bestimmt keine 20.000, das ist viel zu viel. Hoffentlich dauert das noch eine Weile, bis das soweit ist. Derzeit ist ja wieder der Abonnentenzuwachs schön langsam. Also alles ganz gediegen und ruhig. Nichts dagegen. Und dementsprechend wäre es eigentlich jetzt gefährlich, diese Reihe zu machen, weil es ist halt massentauglicher. Und die Massen, die will ich ja nun eigentlich überhaupt nicht haben bei mir. Ich will ja gerne die intelligente Minderheit, die sich da so in den Kommentaren rumtreibt. Und an dieser Stelle, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, muss ich euch mal wieder loben, weil zum Teil ist es ja wirklich bemerkenswert, was da für Zeug in den Kommentaren drin steht. Also positiv bemerkenswert, ne? Es gibt auch hin und wieder mal negativ bemerkenswert, aber positiv bemerkenswert einfach das Diskussionsniveau, wenn auch mal was diskutiert wird unter meinen Videos. Und da wundern sich dann teilweise schon die Diskutierenden, unter welch angenehmen Bedingungen man unter einem Wenn-Video diskutieren kann für den sonstigen im Internet herrschenden, doch leider inzwischen etwas rau gewordenen Umgangston. Und es ist tatsächlich so, dass mir das auch positiv auffällt, wenn mal wirklich zwei sich streiten, in Anführungszeichen, oder mal anderer Meinung sind, läuft das in 80% der Fälle wirklich auf einem energischen, aber durchaus freundlichen und respektvollen Art und Weise in den Kommentaren eben entsprechend ab. Und ich glaube, mein Ziel, ein tendenziell eher etwas intelligentes Publikum zu erreichen, erfüllt sich natürlich auch logischerweise dadurch, dass sich jemand, der sagen wir mal am anderen Ende der Nahrungskette hockt als wir, nicht unbedingt ein 90 Minuten Video über, keine Ahnung, irgendwelche krassen Prozesse im Wald unbedingt anguckt, bei der ganze Zeit nur so ein bärtiger Typ mit Hut vor der Kamera hockt und einfach nur labert. Ne? Und deswegen habe ich jetzt so ein kleines bisschen Angst, dass meine jetzt kommende Reihe dann halt eben auch von Leuten angeguckt wird, die ich potenziell eigentlich gar nicht unbedingt hier haben möchte. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Die Videos sind halt öffentlich. Die kann jeder angucken. Das heißt, die kann auch angucken, wer jemand ist, der mir im realen Leben wahrscheinlich etwas unsympathisch wäre. Was momentan eben nicht so der Fall ist. Momentan habe ich so das Gefühl, diejenigen, die mein Zeug gucken, sind auch Leute, wenn sie mir im Wald begegnen würden, wären sie mir sympathisch. Da könnten wir uns dann wahrscheinlich ganz gut unterhalten. Was bisher auch ja durchaus schon mal vorgekommen ist. So ist das ja nicht. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich jetzt in Anführungszeichen mit dieser Videoreihe verbinde. Ich werde jetzt mal ein Videochen zur Probe machen. Da würde ich euch bitten, das sage ich dann aber nochmal dazu, da vielleicht Anregungen, Kritik, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst was nochmal in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich das entsprechend nochmal ein bisschen überdenken und dann wahrscheinlich einen ganzen Haufen von solchen Videos am Stück in relativ rascher Folge abdrehen, weil die sind vom Arbeitsaufwand her vergleichsweise, also verglichen mit so einem 90-Minuten-Vortrag, so ungefähr so. deswegen
habe ich das relativ schnell wahrscheinlich weg. Zumal es oft auch Themen sind, die schon mal in irgendeiner Form entweder schriftlich oder Audio oder tatsächlich auch als Video schon mal behandelt habe. Ja, und jetzt fangen wir mal mit irgendwas an, und zwar der Zecke. Und die gibt es im Anschluss. Und hier wollte ich nur mal erstmal grob erklären, was ist denn jetzt so der Plan da dahinter? Was ist jetzt der Hintergrund? Warum macht jetzt der Ben sowas? Und ich wäre euch auch sehr, sehr, sehr verbunden, wenn ihr mir nicht jedes Mal, wenn es ein kurzes Video gibt aus dieser Reihe jetzt, die sind entsprechend gekennzeichnet, nicht unbedingt jedes Mal in den Kommentar schreibt, oh mein Gott, ein kurzes Video von Ben. Das ist nämlich so der Top-Kommentar, wenn ich mal ein kurzes Video gemacht habe bisher. Stand immer mindestens 3-4 Mal drin, oh mein Gott, das Video ist nur 5 Minuten, 6 Minuten oder auch nur mal 10 oder was auch immer. Ne? Also da gab es immer Schreie des Entsetzens, wenn es irgendwann mal was unter 20 Minuten lang war. Wichtig ist dann noch, das muss ich auch noch dazu sagen, da das jetzt kurzes Zeug ist, hat es nicht die übliche gewohnte Ausführlichkeit. Sprich, ich muss da zwingend Sachen weglassen. Das geht gar nicht anders. Das heißt, ich muss mich auf das wirklich Wesentliche in Kürze beschränken. Das ist der Grund, dass ich das normalerweise nicht möchte, weshalb meine Videos ja so lang sind. Weil es halt unter Umständen so ist, dass man, wenn man was weglässt, weil man was Kurzes, Schmackiges machen möchte als Video, dann halt irgendwas weggelassen hat, was für irgendwen wichtig gewesen wäre. Und der, in Anführungszeichen, beschwert sich dann. Oder, wenn es sich jetzt zum Beispiel um irgendwas handelt, was wirklich so Survival-Themen betrifft, dann lässt du eine Sache weg, die du meinst, hör, trifft auf mich nicht zu. Und dann verreckt dir irgendwer im Wald, der genau diese Info jetzt hätte brauchen können. Und außerdem, dadurch, dass ich ja euch auch so erzogen habe, dass ihr Ausführlichkeit und Vollständigkeit wichtig findet, könnte ich mir auch gut vorstellen, das war bisher in der Vergangenheit auch immer so, was mich auch irgendwo natürlich wirklich sehr freut, muss ich sagen, dass ihr dann dazu neigt, das fehlende Zeug zu ergänzen. Und dann werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren jede Menge ergänzenden Krempel lesen müssen. Das ist bei mir immer so eine Sache. Einerseits freue ich mich wirklich wahnsinnig, dass ich inzwischen so gut gebildete, in Anführungszeichen, Zuschauer habe, die zum Teil auch bei mir selber inzwischen schon so viel Zeug gelernt haben über den Wald, dass sie so einen Kram ergänzen können. Und gleichzeitig stößt es mir so ein ganz kleines bisschen, manchmal auch ein ganz kleines bisschen mehr, ich bin da ein schlechter Mensch, muss ich gestehen, sauer auf, weil es sich für mich in dem Moment dann so anfühlt, als würdet ihr denken, ich wüsste das nicht. Und das ist natürlich Blödsinn, ich weiß ja alles. Nein. Aber ja, bei Waldthemen, ich glaube inzwischen, in Anbetracht dessen, dass ich jetzt das hier schon eine Weile mache und wirklich inzwischen das ein oder andere Thema angekaut habe, ich bin ja der Meinung, man darf ein ganz kleines bisschen angeben, wenn es angemessen ist. Und bezüglich der Menge der Dinge, die ich über den Wald weiß, bin ich inzwischen schon ein ganz kleines bisschen der Meinung, dass ich nicht so tun muss, als wüsste ich da nichts. Ne? So, ja. Aber das, wie gesagt, einfach nur mal so kleines Plaudervideochen mal wieder zwischendurch, eben zu jetzt hier der Gefahren im Wald Kurzwissen-Reihe. Und jetzt fange ich aber wirklich an, und zwar die Zecke. Und das muss ich jetzt auch schnell abhandeln, weil sonst ist hier das Licht nämlich wirklich weg und dann hocke ich im Dunkeln und das wollen wir nicht. Also, macht's gut, ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, auch im weiteren Verlauf der Reihe, wie soll man das besser machen, soll man das anders machen, lass es sein, erzähl es lieber nochmal ausführlich, irgendwie sowas, bitte gerne, würde mich freuen und ansonsten, ja, macht's gut.